hier ist Ronja und ich habe neulich durch mein YouTube Recommended gescrollt und ich habe ein Video gesehen, wie jemand Sachen gemalt hat, die insanely echt aussahen, aber nicht wirklich echt waren. Aber deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen heute ein kleines Spiel. Mein Editor hat mir ein Video zusammengestellt mit Sachen, die entweder echt sind oder fake sind. Und wir können heute zu Hause mitraten, ob wir erkennen können, wenn jemand was malt. Okay, wir haben jetzt übrigens was Neues, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Und zwar sind das die Top-Kommentare für die Videos. Und zwar mit ein bisschen Glück, wenn ihr einen Kommentar unter ein Video schreibt, dann seid ihr vielleicht der Glückliche oder die Glückliche, die im nächsten Video eingeblendet wird. Gegen Ende wird es immer gezeigt. Dann bleibt bis zum Ende dran, damit ihr seht, ob ihr diesmal ausgewählt wurdet. Und schreibt einen Kommentar für eine Chance, ins nächste Video zu kommen. Und dann würde ich sagen, auf geht's mit echt oder fake. Okay. Unser erstes Bild ist dieser wunderschöne Wald mit Polarlichtern. Das ist echt. Das ist auf jeden Fall echt. Das sieht für mich, sieht das echt aus. Das sind echte Bäume, das ist ein echter Hintergrund, das ist echter Schnee und das sind echte Polarlichter, Nordlichter, wie auch immer ihr die nennen wollt. 100% echt. Da bin ich auch mad, wenn es nicht so ist. Es war echt. Das ist ein Punkt für mich. Eats. Okay. Echt oder fake? Der sieht nicht, also der sieht gemalt aus. Das ist kein echter Fuchs. Das Ding ist, da ist, glaube ich, falls es ein Foto ist, ein Filter drüber. Die Sachen mit Filter, das ist unfair. Ganz ehrlich, Filter sind unfair für dieses Spiel. Aber die Haare sind auch zu gleichmäßig irgendwie. Das ist echt? Das ist nicht gemalt? Huh. Okay, links oder rechts? Das Ding ist, die sehen so gleich aus. Irgendwie, der eine, ich glaube, die Videoqualität ist halt nicht so hoch, weil das ist aus einem YouTube-Video, aber ich sage, der rechts ist gemalt und der links ist echt, weil der links hat ein bisschen mehr Detail in seiner Zuckerguss-Innenseite bei dem Loch. Wisst ihr, was ich meine? Also hier der Part. Boah, aber das ist schwierig. Ich sag, links ist echt, rechts ist fake. Okay, rechts war echt. Okay, links ist gemalt. Aber der Schatten war echt. Okay, weil der Schatten sah auch gut aus. Und die haben das einfach auf so ein Ding gesetzt. Das ist ja unfair. Okay, wir haben nochmal einen Donut. Der sieht gemalt aus. Für mich sieht der gemalt aus. Der sieht gemalt aus folgendem Grund. Die Zuckerstreusel. Die hier. Die sehen nicht aus, wie richtige Zuckerstreusel aussehen würden. Das ist fake. Das ist fake. Das ist fake. Das ist fake. Du bist fake. Okay, bis jetzt läuft es ganz gut, bis auf die ersten Donuts. Das ist gemalt. Das sind keine echten Menschen. Das sind keine echten Menschen. Also die Kleidung, das würde nicht funktionieren mit der Kleidung, glaube ich, von den Schatten her. Also ich glaube, die wollen so tun, weil das in dieser Compilation ist, aber das ist echt? Krass. Oha. Okay, das ist nicht gemalt, das ist einfach nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist ein echter Mann. Also auch die Haare und so. Und auch, also vor allem die Augenbrauen. Das ist echt. Safe. Und du bist? Du bist echt! Easy. Okay. Es läuft voll gut. Das sieht nicht aus, wie Wasser aussehen würde. Das ist gemalt. Also die haben es, glaube ich, ein bisschen zu gut gemeint mit den Reflexionen. Das ist nämlich das Ding. Meinen sie es zu gut mit den Reflexionen oder nicht? Sieht so echtes Wasser aus? Weil ich glaube, da ist nicht so viel Farbe drin. Man sieht ja den Boden nicht. Würde man nicht den Boden sehen, das sieht aus wie klares Wasser. Das sieht aus, als wäre es in einem Pool. Also müsste man ja irgendwie so ein bisschen Boden durchsehen. Aber den sehe ich nicht. Deswegen sage ich gemalt. Echt? Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel, ne? Wieso bin ich so schlecht? Oh Gott, links oder rechts, das kann ich nicht. Die sehen identisch aus. Die sehen komplett identisch aus. Was? Links ist... Nee, rechts ist echt. Rechts ist echt. Weil links hat ein bisschen zu viel Schwarzanteil. Und deswegen glaube ich, dass das jemand versucht hat, um mehr Kontrast zu machen. Ja! 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 Okay. Puh. Das war kein einfacher... Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen geraten. Das war möglicherweise ein 50-50. Jetzt habe ich Lust auf Muffins. Echt oder fake? Das muss fake sein. Der Tisch sieht halt so echt aus. Also wenn es nur das Glas wäre, wäre das ein easy, das ist fake. Aber der Tisch sieht halt so echt aus, dass ich echt sagen will. Wisst ihr, was ich meine? Und auch das Glas. Das Glas hat keine Imperfektion. Das Glas ist so clean.
was ich sagen möchte. Der Tisch ist halt zu krass. Das ist fake. Das ist fake. Das ist fake. Ich will nicht mehr Punkte verlieren. Das ist fake. Echt? Ich bin so schlecht in diesem Spiel. No. Okay. Das ist echt. Das ist relativ easy. Also, das Holz sieht zu echt aus. Die Fische sehen zu echt aus. Auch wie das Holz sich verfärbt unter Wasser. Dass das so zum Beispiel unten an der Kante so ein bisschen dunkler wird. Oh, alleine das, dass der Wasserstand... Moment. Fake? Aber hier mit dem Wasserstand und das war hier dunkler und... How? Wer hat das gemalt? Das ist ja Craziness. Du... Okay, das Ding ist, das sieht jetzt auch wieder sehr echt aus. Ich würde gerne echt sagen wollen, aber ich sage fake. Ich glaube, ich habe das System. Vielleicht. Ich hoffe es. Aber der Zucker. Egal, ist fake. Okay. Das, ursprünglich wollte ich auch echt sagen, aber dann habe ich gedacht, ich outsmarte das System. Links oder rechts? Wieso? Die sind beide gleich. Der links ist echt. Der links ist wirklich echt. Puh, das. Goddammit, warum ist das so schwierig? Wie können Leute so gut malen? Also ehrliche Frage, das ist ja Craziness. Das ist ja absolut wild. Links oder rechts? Links. Links ist echt. Links ist wirklich echt. Weil das rechts hat zu dunkel. Das sieht aus wie Bleistift. Hier der Bereich sieht für mich aus wie Bleistift. Daran habe ich es festgemacht, weil hier so eine dunkelgraue Linie ist. Die sah für mich nicht authentisch aus. Einer der Chips ist echt. Einer der Chips. Die alle komplett identisch aus. Okay, welcher Chip? Welcher Chip sieht nicht aus wie die anderen Chips? Ich sag der Chip. Der Chip ist falsch. Der Rest ist echt. Weil der irgendwie gelber ist als alle anderen. Okay, ja? 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 Let's go! Augen, hä? Augen sind crazy. Dass sie sowas erkennen. Das ist gemalt. Also die Klamotten. Also die Gesichter hätten echt sein können, aber die Kleidung ist gemalt. Und die Pflanze ist gemalt. Das ist echt. Natürlich ist es echt. Natürlich! Natürlich ist es echt. Warum spiele ich überhaupt? Das ist gemalt. Das Gesicht ist zu perfekt. Das ist gemalt. Nee, die Augen auch. Die Augen sehen nicht echt aus für mich. Das ist eindeutig, ist es gemalt. Warum bist du echt? Das ist echt. Nein, das ist nicht echt. Aber die Aufdrehsies, also die links und rechts, die warm und kalt machen, die sehen nicht 100% echt aus für mich. Und irgendwie fehlt denen auch ein Teil der Reflexion. Aber das Wasser sieht mir zu realistisch. Okay, das ist echt. Das Wasser sieht mir zu realistisch aus. Die Aufdrehknöpfe sollen mich baiten, dass ich denke, dass es nicht echt ist. Aber das ist echt. Was ist euer... By the way, zählt ihr euren Score mit? Weil wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder ihr könnt auch einfach schreiben, ob ihr besser oder schlechter wart als ich. Wahrscheinlich wart ihr besser, weil ich das schon wieder falsch hatte. Weil das fake war. Und weil ich... gefühlt nichts richtig habe. Die Frau sieht für mich echt aus. Die Landschaft sieht für mich echt aus. Es sind zu viele Details, als dass das gemalt ist. Die Gebäude sehen crazy echt aus. Der hintere Teil hier oben mit den Hochhäusern, das sind ja auch echte Sachen. Also hier mit dem Hunger Games Ding. Das ist, glaube ich... Weil die Straße sieht ein bisschen fake aus. Andererseits, die Menschen sehen halt trotzdem sehr echt aus. Das ist echt. Da bin ich überzeugt von. Bitte sei echt. Du bist fake. Habe ich jetzt 10 in Folge falsch? Okay, das kriege ich jetzt richtig hin. Echt oder fake? Das ist echt. So, könnt ihr mir bitte zustimmen? Also Frau mit Wasser. Schreibt sonst, ja, die Frau mit Wasser war, fand ich echt. Da hat der Editor gelogen, wenn da jetzt fake steht. Weil das muss echt sein. Das ist nicht wahr! Okay, links oder rechts? Wir haben 2 Reese's Bars. Die sind tatsächlich echt lecker. Ich habe die einmal gegessen. Das untere ist fake. Das untere ist fake. Das obere ist echt. Du bist echt! Ha! Ha! Uff!
Man kann auch mal einen Glückstreffer landen. Okay, nochmal links. Ich glaube, die links oder rechts, die kann ich. Die rechts ist echt, die links ist fake. Die links sieht gemalt aus. Die links, die Blätter sehen komplett gemalt aus. Das ist ein einfacher. Das ist sehr schön, dass jemand das so gut malen kann. Mit den Schatten sehr überzeugend, aber nicht überzeugend genug für mein Äuglein der Erkenntnis. Echt oder fake? Süßig, das sieht echt aus. Das ist echt. Das ist echt, weil, obwohl das Glas sieht wieder nicht echt aus. Das könnte wieder die gleiche Sache sein mit, das sieht super echt aus, aber das Glas ist irgendwie so ein bisschen weird mit dem Metall, wie bei dem Wasser. Deswegen will ich zwar echt sagen, aber es ist eigentlich fake. Oh ja! Oh, ich war gerade schon enttäuscht, aber das ist wirklich fake. Oh mein Gott! Nein, okay, die letzten drei waren gut. Ich glaube, so langsam... Ich will mich jetzt nicht zu früh loben, weil sonst jinx ich's. Aber ich glaube, so langsam kriege ich den Dreh raus. Das ist fake. Das ist zu einfach. Weil das Braune, das Knusprige haben sie zwar gerade hingekriegt, ganz gut, aber das Eigelb und das Eiweiß, also vor allem das Gelb, das sieht nicht aus, wie echtes Gelb aussieht. Das sieht zu gezeichnet aus, würde ich behaupten. Du bist fake. Nein, ja, ich sag ja. Entweder die werden einfacher oder ich glaube, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Das sieht echt aus. Das sieht zu echt aus. Das ist nicht gemalt. Echt. Nice. Okay. Du bist... Das ist fake. Das muss fake sein. Das muss ein Gemälde sein. Weil ich habe sowas ähnliches mal mit einem Löwen gesehen. Und der war auch... Der sah crazy gut aus, aber der war gemalt. Und das Fell ist so smooth. Und wann würde sich denn ein Tiger so fotografieren lassen? Das ist echt? Krass. Krass, krass, krass. Okay, links oder rechts? Die konnte ich. Rechts ist echt. Mist, links war rechts. Links war echt. Nicht links oder rechts. No! Wieso? Du sahst so fake aus! Du sahst so echt aus. Wieso betrayst du mich? Echt oder fake? Das ist echt. Aber links die Berge sehen irgendwie gemalt aus. Deswegen fake? Nee, links sieht zu gemalt aus. Links sieht zu gemalt aus. Ich glaube, an links erkenne ich's. Boah, das ist so schwierig. Ist es fake? Das ist echt. Oh Gott. Okay, echt oder fake? Das ist echt. Das ist, also... No way, dass das fake ist. Das ist ein richtig gutes Werbefoto. Ich glaube, das ist nämlich das Ding. Wenn du insane gute Fotografie hast, dann sieht es halt immer irgendwie ein bisschen gemalt aus. Aber mit der Plastiktüte und die Dosen mit der perfekten Spiegelung und... Fake? Krass. Wie auch immer das gemacht hat, Madness. Das ist gemalt. Das ist gemalt. Die Bäume sind gemalt. Not a question in my mind. Das sieht nicht aus, als wäre es echt. Bitte sei nicht echt durch irgendeinen blöden Filter. Ich hasse Filter. Du bist fake, okay. Ich würde sagen, gegen Ende haben wir uns gemacht. Das lief doch eigentlich ganz okay. Ich finde es verrückt, was mittlerweile, also was Leute können. Ich weiß nicht, ich finde es beeindruckend. Ich finde das crazy beeindruckend. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann herzlichen Glückwunsch, denn jetzt kommt der Top-Kommentar dieses Videos. Und zwar wird der hier einmal eingeblendet. Tada! Das war's dann aber auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Über 70% von euch haben nicht abonniert. Das ist eine Schande. Alles gut, bis zum nächsten Mal.